Stephen Kings Puls geht damit los, dass plötzlich alle, die am Handy, am Mobiltelefon hängen, dort telefonieren, durchdrehen, wahnsinnig werden und zu irgendeiner Art Zombie mutieren. Und viele Stimmen sagen, das sei doch eine sehr platte Prämisse. Oh mein Gott, alle werden zu Zombies, die am Handy sind. Ich aber sage, erstens geht es gar nicht mal um diese stumpfen Zombies, die hinter Straßenecken hervorbrechen und dein Gehirn fressen wollen und sonst nicht mehr drauf haben. Und zweitens kann man das nicht über die allermeisten Stephen King Bücher sagen, dass sie auf einer erstmal sehr platt klingenden Prämisse beruhen. Okay, Leute, versteht mich nicht falsch. Ich bin riesiger Stephen King-Fan. Ich habe schon ziemlich viel von ihm gelesen und ich fand bis jetzt auch wirklich alle Bücher richtig gut. Aber ich finde trotzdem, dass man irgendwie alle seine Prämissen so formulieren kann, dass sie ziemlich platt klingen. Da haben wir im einen Buch einen mordenden Horrorclown, der Kinder frisst. In dem anderen haben wir ein Virus, was auf der Welt ausbricht und plötzlich sterben alle. In dem anderen haben wir ein mordendes Hotel. Okay, kein mordendes, ein wahnsinniges Hotel. Und hier haben wir jetzt eben Leute, die zu Zombies werden, wenn sie am Handy sind. Aber natürlich ist das immer noch viel, viel tiefgründiger in den Büchern. Der Horrorclown ist nicht einfach nur ein Horrorclown. Da geht es um viel mehr, um viel tiefgründigere Themen. Auch bei Shining geht es nicht nur um ein wahnsinniges, komisches Hotel. Es geht um viel mehr. Und das wird nicht zuletzt einfach von den Charakteren getragen und einfach von der Ausarbeitung Stephen Kings, der nämlich diese stumpfen Prämissen unglaublich gut ausarbeitet und viel tiefgründiger noch darstellt, als sie eben zunächst klingen. Und das gilt, finde ich, auch für Puls, wo man natürlich sagen kann, klar, die Leute, die am Handy sind, werden zu Zombies, aber eigentlich geht es natürlich noch um ein bisschen mehr. Es geht um Clay Riddell, der zum Zeitpunkt des Pulses, also dem Zeitpunkt, wo das alles passiert, nicht zu Hause ist, sondern in einer fremden Stadt aus beruflichen Gründen und dann natürlich möglichst schnell zu seiner Frau und seinem Sohn kommen will, um herauszufinden, ob es denen gut geht. Logischerweise kann er nicht mit ihnen in Kontakt treten, weil er dafür ja telefonieren müsste und das möchte er natürlich vermeiden. Während er also so durchs Land streift, auf der Suche nach seiner Familie, begegnet er ein paar anderen Leuten, mit denen er sich dann zusammentut, um zusammen das Land zu durchstreifen und dabei eben verschiedenste Entdeckungen und Erkenntnisse zu bekommen. Und zwar finden sie eben immer mehr über diese sogenannten Zombies raus. Und das ist, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe. Eigentlich sind es gar nicht mal so diese Zombies, die man so kennt, wie man sie sich so vorstellt, so mit sabbernd und völlig vom Fleisch fallend, dein Gehirn fressen wollend. Die sind ein bisschen ähnlich, weil sie eben wahnsinnig sind, aber irgendwie anders. Finden also immer mehr raus, wie funktionieren diese Dinger, was wollen die, was ist deren Zweck und wie funktionieren die einfach grundsätzlich und was hat es mit denen auf sich. Und mehr möchte ich dazu natürlich noch gar nicht sagen. Das macht das Ganze dann natürlich ein bisschen weniger stumpf als so diese herkömmlichen Zombies, die einfach hinter der Ecke vorbrechen und dein Gehirn fressen wollen. Ganz typisch für Stephen King geht es in diesem Buch einfach sehr viel um Gefühle. Um die Gefühle der Charaktere. Wir lernen sie alle sehr gut kennen. Jeder hat so seine Eigenarten, jeder hat seinen Charakter und alle lernen wir sie irgendwie lieben und wir fühlen mit ihnen, wir weinen mit ihnen, wir lachen mit ihnen, so wie das man auch von Stephen King kennt. Nur einfach nicht ganz so gut, meiner Meinung nach. Denn ich hatte nicht ganz so das Stephen King-Gefühl, das ich sonst immer bis jetzt bei allen seinen Büchern hatte. Es war ein gutes Buch, das mich auch durch die tiefgründigere Prämisse am Lesen gehalten hat, denn es ging einfach nicht die ganze Zeit nur um Zombies, sondern es geht um das Verhalten der Zombies, wie lernen die Zombies dazu und was steckt hinter diesen Zombies. Und da geht es einfach auch sehr viel um die Weltanschauung, um menschliche Psyche, um wie die Gesellschaft so drauf ist, wie sie vielleicht anders sein könnte, so dass schon dieses platte Zombie-Ding irgendwie noch ein bisschen mehr Tiefe hat. Aber es fehlen mir halt viele Informationen, auf die ich so die ganze Zeit gewartet habe. Ich habe noch mehr erwartet, was man noch erfährt. Ich habe noch viel mehr Tiefgründigkeit erwartet, irgendwie durch dieses Thema, wie ich es viel mehr auch von Stephen King gewöhnt bin. Es wurden ganz viele Dinge so angeschnitten, aber nicht zu Ende geführt, hatte ich das Gefühl, so dass ich am Ende gedacht habe, wow, ich habe die ganze Zeit eigentlich nur weitergelesen, weil ich noch irgendwie das und das erwartet habe oder das und das. Und das kam dann nicht und das war dann auch nicht mit irgendwie, das ist ein offenes Ende, das musst du dir selber überlegen, erklärbar, weil ich
will mir nicht das halbe Buch selber ausdenken. Dazu bin ich kein Schriftsteller. Und deswegen fand ich das einfach ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Aber die Aussage ist so stumpf, weil es gegen Zombies wird dem Ganzen halt nicht gerecht. Und dennoch finde ich es bis jetzt das langweiligste Buch von Stephen King. Auch wenn die Aussage, es wäre eine platte Prämisse, es gehe ja nur um Zombies, dem Buch nicht gerecht wird. So, zum Schluss jetzt noch ein paar Worte zum Ende des Jahres 2020. Erstmal herzlich willkommen an alle, die so jetzt in der zweiten Jahreshälfte auf meinen Kanal gestoßen sind und mir ab jetzt folgen. Ich heiße euch herzlich willkommen. Und zweitens freue ich mich, dass das jetzt scheinbar erstmal so ein bisschen geklappt hat, meinen Kanal umzuwandeln in einen Bücher-Channel. Ich war ja schon viele, viele Jahre davor immer aktiv. Davon sind ja auch noch einige Abonnenten über. Ich habe 2011 oder 12, oh Gott, wann war es nochmal, ja schon angefangen und habe dann die letzten paar Jahre eigentlich kaum noch was gemacht und umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt eben wieder was gefunden habe für mich, womit ich diesen Kanal wieder aktiv weiter betreiben kann, dass ich jetzt wieder häufiger Videos mache und hoffe natürlich, dass das euch auch gefällt. Ich freue mich über jeden Kommentar, den ihr schreibt, über jeden Like, jeden Aufruf, alles, was ihr weiter sagt und natürlich auch über alles, was ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr euch wünscht von diesem Buchkanal, weil viele, viele andere Booktuber haben ja auch viele andere Formate, als einfach nur ein einzelnes Buch vorzustellen. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr mir reinschreibt, was würdet ihr gerne von mir sehen. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Wir alle hoffen, dass es ein besseres Jahr wird, als es 2020 war. Und wir werden auf jeden Fall hier ein schönes Jahr haben mit unseren Büchern. Und dann sehen wir uns. Bis dahin. Ciao.